Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Jump'n'Run mit der Map des Tages von gestern. Und zwar ist das SpongeBob Jump'n'Run Plus Quiz von Rahmensuppe 03. Ich bin mal gespannt, hier der liebe 168x12 hat sich angeschlossen, hierbei zu sein und zuzugucken. Hey, herzlich willkommen zu unserem tollen dritten Jump'n'Run. Hier ist die erste SpongeBob Map. Sie ist super mit ganz tollen Fragen. Viel Spaß. Ja, das ist schon mal ein SpongeBob auf Drogen, würde ich mal sagen. Wo arbeitet SpongeBob? Krosse Krabbe? Krasse Krobbe? Abfalleimer. Natürlich krosse Krabbe. Das weiß ich sogar. Was hat die krosse Krabbe kurzzeitig verkauft? Krosse Krabbe Hotdog? Krosse Krabbe Pizza? Krosse Krabbe Veggie Burger? Die krosse Krabbe Pizza, oder nicht? Also ich habe früher halt viel SpongeBob geguckt. Mittlerweile nicht mehr so. Und jetzt fängt's hier an mit dem Jump'n'Run. Verstehe ich das richtig? Scheinbar. Ja. Ups. Ich dachte, man stößt sich hier den Kopf, obwohl man das gar nicht tut. Auch gut zu wissen. So, schöne 168x12 hinterher. Wie heißt der beste Freund von SpongeBob oder Patrick? Ja, Patrick. Hui! Aber ich sehe gerade, es gibt sogar einen Kristall zu finden. Oh, so muss ich mich jetzt hier umgucken. Welche Farbe hat Patricks Hose? Er trägt keine Hose. Grün. Rosa Kleidchen. Er trägt doch eine Hose, oder nicht? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. War das jetzt richtig oder falsch? Ich glaube richtig, oder? Aber, oder Patrick trägt keine Hose? Warte, was steht hier unten? Jump'n'Run 2, okay. Hat er das noch nummeriert, damit er das besser zuordnen kann mit den Portalen, oder? Was ist der Sinn dahinter? Was ist hier? Irgendwo da unten ist Slime. Hui! Den man aber, glaube ich, nicht mal unbedingt gebraucht hätte. Ich glaube, da hätte man auch so ranspringen können an die Leiter. Ist halt nur einfacher mit dem Schleim. Soll das eigentlich... Ach, das ist Gary, die Schnecke. Jetzt habe ich es auch erkannt. Immer noch kein Dings. Was backt seine Omi oft für ihn? Kuchen? Kekse? Brownies? Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Folgen habe ich nicht geguckt. Okay, das nicht. Brownies? Nein, okay, das sind Kekse. Jetzt wird sie mir gerade ein bisschen zu bunt, deswegen mache ich mal nur Freunde an. Müsste der hier, glaube ich, sein, oder? Ne, alle. Ist das hier nur Freunde? Ja, okay. Wie alt ist SpongeBob? 23 Jahre, 8 Jahre. Er macht seinen Führerschein, also würde ich sagen 23. Oh, das scheint sogar gestimmt zu haben. Jetzt haben wir hier einen Dropper. Okay. Ach, in der Mitte ist das Wasser. Oh, scheiße. Es wäre jetzt ein bisschen unfair, dass ich nicht gestorben bin, um ehrlich zu sein. Aber egal. Wir haben es geschafft. Hier ist SpongeBob und Patrick. Dann geht's hier hoch. Wo ist denn der Kristall gewesen? What the fuck? Danke fürs Spielen. Es würde uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Gebaut von Diamond Sonja und Rahmensuppe 03. YouTube Diamond Sonja. Ja, ja, die macht super Videos. Ist auch gut. Oh Gott, okay. Kreativität. Es ist ja... Es ist ein Jump'n'Run und ein Quiz. Ich würde sagen, okay. Waren die Fragen schwer? Es ging. Wenn man es kannte, nicht. Ich würde sagen, das war ein okay. Und die Optik war auch okay. Also ich finde, das ist eine ganz gute Map gewesen. Also ganz okay Map. So, komm mal mit. Genau, ich wollte ja noch das Top machen. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Ich bin fürchterlich in sowas. Ich vergesse ständig, dass ich Slash Top machen wollte. So, hier. Super Kid, Pika, 168x12, natürlich auf Platz 3. Lady Thunfisch, Tokio, Putzi, Hirelio, Missia, Cookie, Slowfall, Lumino. Ich bin nicht mal drinne.
Ich bin nicht mal drin, Alter. Jetzt wissen wir, es können höchstens 10 Leute in der Liste sein, Leute. Alter, das ist bitter. Okay, Leute, wenn euch diese kleine Runde gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.